Also immer wenn das Thema hochkommt, dann kommt bei mir sehr vieles hoch. Die Erinnerungen an das, was damals geschieht ist, glaube ich, die werde ich nie vergessen. Sie müssen sich in meine persönliche Lage reinversetzen. Ich bin 1991 im August, also fast genau auf den Tag ein Jahr zuvor, aus beruflichen Gründen nach Rostock gekommen. Ich habe mich damals entschlossen, sag mal, eine neue berufliche Heimat mir zu suchen. Und nicht nur eine berufliche Heimat, sondern auch sollte eine neue Heimat für meine Familie werden. Wir kommen aus dem Rheinland und wir sind hier nach Rostock umgezogen. Ich war die ersten 2 Jahre noch alleine. Ich war damals Leiter der Kriminalpolizeiinspektion in Rostock. Das war ich auch im August 1992, nach einem Jahr, als sich diese fürchterlichen Ausschreitungen entwickelt haben. Ich war damals im Urlaub, Sommerurlaub mit meiner Familie. Wir waren in Deutschland in Urlaub. Ich habe Fernsehen gesehen und habe diese fürchterlichen Bilder am Fernseher gesehen. Dort, wo ich mir meine neue Heimat ausgesucht hatte, passierten diese fürchterlichen Dinge. Und ich habe meinen Urlaub vorzeitig abgebrochen, bin nach Rostock gefahren und habe getan, was ich zu dem Zeitpunkt dann noch tun konnte. Als ich nach Hause kam, waren diese Ausschreitungen bereits vorbei. Ich habe dann erlebt, was am Wochenende danach passiert ist, als diese große Demonstration, die sich gegen diese Ausschreitung richtete, in Rostock stattfand. Aber ich habe dann natürlich auch noch als Repräsentant der Polizei an vielen Veranstaltungen, Diskussionsrunden und so weiter teilgenommen, die sich ja wie eine Vielzahl von Veranstaltungen durch Rostock zog und wo ich ja sehr stark auch betroffen worden ist von zum Teil massiver Kritik, die an der Polizei damals geäußert worden ist. Das werde ich nicht vergessen, diese Tage. Wir waren im Sommer 1992. Die Wende lag 3 Jahre zurück. Der Beitritt zur Bundesrepublik durch die DDR lag 2 Jahre zurück. Für viele Menschen waren das ganz schwierige Zeiten, die damals in Rostock lebten. Viele hatten ihren Beruf verloren, hatten Zukunftsängste, wussten nicht, was aus ihnen wird. Hohe Arbeitslosigkeit. Das war so diese soziale Situation in Rostock. Dann muss man sehen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in einer sehr dichten Bebauung in den Neubaugebieten wohnte. Ein Stadtteil davon, Rostock-Lichtenhagen. Und dann wurde schon ein Jahr zuvor, im Sommer 91 war es, glaube ich, in eines dieser Wohngebiete nach Lichtenhagen, in einen dieser großen Plattenbauten, die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern hereingelegt. Man hat das damals gut gemeint, weil in diesem Haus schon seit vielen, vielen Jahren vietnamesische Vertragsarbeiter lebten und man insofern hoffte, dass die Menschen, die dort leben, sag mal, den Umgang mit und das Zusammenleben mit Ausländern gewöhnt sind. Und dann hat sich die Situation entwickelt. Wir hatten damals relativ hohe Zahlen von Asylbewerbern in Deutschland und davon war natürlich auch Mecklenburg-Vorpommern betroffen und dann natürlich auch Rostock, weil diese Asylbewerber, die Zuflucht in Deutschland gesucht haben, eigentlich alle durch Rostock auch gelaufen sind über die zentrale Anlaufstelle. Die Kapazität dieser Einrichtung war überschritten. Die waren nicht in der Lage, sämtliche Asylsuchenden aufzunehmen. Die haben draußen auf der Wiese gelegen, die haben unter den Balkonen gewohnt, in Schlafsäcken, auf Matratzen, die haben dort ihre Notdurft verrichtet. Und dass das in einer derartigen Wohnbebauung, in dieser sozialen Struktur zu Problemen führen würde, das musste einem eigentlich klar sein. Und im Nachhinein betrachtet ist einem das eigentlich klar, dass das zu Spannungen führen würde. Und diese Spannungen haben sich aufgebaut über Wochen und Monate hinweg. Und sie sind dann im August eskaliert. Das mal zur Situation vielleicht in der Bevölkerung. Aber wir haben natürlich auch eine Vorgeschichte, eine Situation in der Polizei, die man auch dabei berücksichtigen muss. Und das, was ich für die Polizei sage, gilt vielleicht auch für andere Teile der staatlichen Verwaltung. Die Polizei von damals ist mit der Polizei von heute nicht vergleichbar. Auch in der Polizei gab es Unsicherheit und Berufsängste. Die Verbeamtungen der Mitarbeiter, die aus der Volkspolizei übernommen worden sind, lief gerade. Viele hatten die Polizei verlassen müssen. Die Polizei war noch unzureichend,
geübt und trainiert in dem Umgang mit derartigen Einsatzlagen, mit derartigen Ausschreitungen. Sie war auch ungenügend ausgerüstet. Wenn Sie die Bilder sehen der ersten Tage, da sehen Sie die ersten Tage der Ausschreitung, dann sehen Sie Beamte, die im kurzen Hemd dort, sagen wir mal, sozusagen in die Schlacht gezogen sind. Und die Folgen sind nicht überraschend dann und sehr traurig. Die meisten Verletzten, die es damals gegeben hat, waren Polizeibeamte. Immerhin 200 sind damals zum Teil schwer verletzt worden in diesen Tagen. Und das ist sicherlich auch auf diese Rahmenbedingungen zurückzuführen. Und auch die Führung derartiger Einsätze war für uns etwas Neues, will ich nicht sagen, aber etwas, worauf wir unzureichend vorbereitet waren. Als ich zurückkam aus meinem Urlaub, habe ich eine sehr schwierige Situation der Polizeidirektion Rostock vorgefunden. Am Tag zuvor hatte der damalige Inspekteur der Polizei, Herr Heinsen, als Leiter des Landespolizeiamtes die Übernahme dieser Einsatzmaßnahmen erklärt. Der Behördenleiter bis damals, Herr Cordus, war insofern von seinen Aufgaben damals entbunden worden, was diese Einsatzführung angeht. Das alleine ist natürlich eine sehr schwierige Situation für eine Behörde, nicht nur, sagen wir mal, für den Behördenleiter, sondern auch für die Mitarbeiter in dieser Behörde. Meine Aufgabe als Leiter der Kriminalpolizei bestand darin, mich vorzubereiten auf den Einsatz, der am kommenden Wochenende stattfindet. Ich bin der Leiter des Einsatzabschnitts kriminalpolizeiliche Maßnahmen gewesen. Also, wenn bei dieser Demonstration es zu Störungen und Straftaten kommen würde, dann wäre es meine Aufgabe gewesen, mit meinen Mitarbeitern mich um festgenommene Personen zu kümmern und die entsprechenden Straftaten sozusagen im ersten Angriff, das, was da in dieser akuten Lage erforderlich ist, zu bewältigen. Das war meine Aufgabe damals. Und in der Folge danach haben wir in der Kriminalpolizeiinspektion die Vielzahl von Strafverfahren bearbeitet, die, sagen wir mal, bei den Ausschreitungen selber quasi entstanden sind, die Strafanzeigen, die Strafverfahren. Das waren so gut 400, wenn ich mich da recht erinnere, die wir im Laufe der Zeit danach abgearbeitet haben. Das war meine Aufgabe. Das Landeskriminalamt hat uns dabei unterstützt. Wir haben uns die Arbeit da so ein kleines bisschen geteilt, auch an dieser Stelle, weil es natürlich wichtig war, auch möglichst schnell zu verurteilen zu kommen. Also die Reaktion auf die Straftaten, die da passiert sind, auch möglichst schnell folgen zu lassen. Uns war aber bewusst, dass viele Leute, die doch Straftaten begangen haben, die da zum Teil schwere Gewalttaten begangen haben, nicht würden zur Rechenschaft gezogen werden können, weil einfach die Beweismittel uns nicht vorlagen. Man muss sich das vorstellen, in so einer Einsatzlage geht es hauptsächlich darum, Gefahrenabwehr zu betreiben. Da ist nicht immer richtig die Zeit und die Gelegenheit, auch die notwendigen Beweismittel durch Zeugenbeweis oder Videoaufnahmen, wie wir das heute machen und so weiter, beizutragen. Wir haben die Leute einfach festgenommen und haben nachher geguckt, sag mal, wie die Beweislage ist. Und das war in vielen Fällen leider nicht so, dass es auch zu einer Verurteilung kommen konnte. Also ich habe es damals auch so mit einem gewissen Abstand als meine Aufgabe betrachtet. Das Feindbild Polizei, was bei vielen vorhanden war, abzubauen. Auch bei denjenigen, die von diesen schrecklichen Ereignissen betroffen waren. Also sowohl denjenigen, die als Asylbewerber dort waren, aber auch den vietnamesischen Vertragsarbeitern, die dort ja in einer lebensbedrohlichen Situation an diesem Montagabend gewesen sind. Dieses Feindbild Polizei abzubauen, habe ich getan, indem ich versucht habe, Kontakte zu knüpfen. Das ist mir an einigen Stellen gelungen, an anderen Stellen auch nicht. Ich bin sehr froh und dankbar darüber, dass es mir gelungen ist, zu dem damaligen Ausländerbeauftragten der Hansestadt Rostock, zu Herrn Dr. Richter, einen Kontakt aufzubauen, der auch über Jahre hinweg bis heute gehalten hat. Und ich bin sehr froh, einen persönlich auch sehr, sehr freundschaftlichen und engen Kontakt zu ihm zu haben, in dem es auch gelungen ist, Verständnis für die jeweils andere Seite zu wecken, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen, was wir auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder benötigt haben, wenn es darum ging, sagen wir, irgendwelche Ereignisse vorherzusehen oder geschehene Dinge, sagen wir, zu reparieren. Also derartige persönliche Wege sind dann
der Schritt, auf dem man, glaube ich, auch gelingen kann, Vorbehalte abzubauen und Vertrauen herzustellen. Und ich glaube auch, dass durch diese und durch andere Dinge, die auch andere gemacht haben, ja nicht nur ich persönlich, es auch gelungen ist, das Vertrauen in die Polizei, dass wir uns schützend vor Menschen stellen, die in Gefahr sind, aufzubauen. Das war damals doch sehr angeknackst, wie ich heute sehe. Wir sind heute eine andere Polizei als damals. Was haben wir gelernt? Die Beamten heute sind viel einsatzerfahrener, als sie es damals waren. Sie sind viel besser ausgerüstet, sowohl was ihre persönliche Schutzbekleidung angeht, als auch was ihre Bewaffnung angeht, bis hin zu den Fahrzeugen, in denen sie sich in den Einsatz begeben. Sie sind besser ausgebildet, was das taktische Vorgehen bei einem derartigen Einsatz angeht. Und auch die Leute, die derartige Einsätze führen, sind besser ausgebildet und vorbereitet und auch erfahrener, als sie das damals vielleicht auch sein konnten. Wir sind aber auch an anderer Stelle besser geworden. Wir sind heute, glaube ich, viel sensibler dafür, für das, was da passiert, und geben auch unserer Beratungspflicht, die wir als Polizei haben, denjenigen gegenüber, die in der Politik Verantwortung tragen, sei es in Land oder Stadt. Da sind wir besser aufgestellt und besser vorbereitet und wir sind auch besser in der Lage, mit Nachdruck unsere Sorgen vorzutragen, als das vielleicht damals der Fall gewesen ist. Man muss sich ja vorstellen, es gab diese zentrale Anlaufstelle in diesem Gebäude und man sah die Stimmung sich entwickeln. Und selbstverständlich sind wir als Polizei auch beteiligt worden, gefragt worden, was denken Sie darüber? Und wir haben es nicht vorausgesehen. Also auch unsere eigene Gefahrenprognose, die wir als Polizei immer anzustellen haben, wenn wir entscheiden müssen, sag mal, wie bewerten wir das und wie stellen wir uns als Polizei auf, wie viele Kräfte, sag mal, geben wir in so eine Einsatzsituation herein? Da haben wir schlicht und einfach im Nachhinein betrachtet auch Fehler gemacht. Wenn ich an das Wochenende denke, als die Ausschreitungen begannen, es gab Vorwarnung, es gab Vorinformationen, die auch über die Medien transportiert worden sind, es gab Artikel in der Zeitung erschienen. Und trotzdem sind im Nachhinein betrachtet da Dinge nicht gut und richtig gelaufen. Die Leute, die Verantwortung trugen in der Polizeibehörde, stammten zu einem großen Teil auch aus anderen Bundesländern, waren, wie ich selber auch, aus dem Westen nach Rostock gekommen. Die waren an diesem Wochenende in den Urlaub gefahren oder ins Wochenende gefahren und hatten einen Beamten bestimmt, der für den Fall, dass sich dort etwas entwickelt, auch die Einsatzführung übernehmen sollte. Es waren auch Kräfte bestimmt, die für einen derartigen Fall quasi in Einsatzbereitschaft lagen. Aber im Nachhinein betrachtet war das zu wenig, was wir getan haben. Wir waren nicht vor Ort. Wir sind erst vor Ort gekommen, als die ersten, sag mal, Meldungen von Bewohnern aus der Region schon vorlagen, dass sich dort etwas zusammenbraut. Ich glaube, das würde uns heute in einer vergleichbaren Situation nicht mehr passieren. Wir sind da sensibler, unsere Gefahrenprognosequalitäten haben deutlich zugenommen, wir werden besser vorbereitet auf das, was da passiert. Ich wünsche mir, dass wir die Erinnerung einfach an diese Tage wachhalten. Nicht deswegen, um sich immer wieder zu grämen, sondern an das zu erinnern, was Menschen getan haben 1992, die etwas mit uns zu tun haben, die wir hier in Rostock leben. Das ist allein ein Grund, die Erinnerung wachzuhalten und damit auch Sorge dafür zu tragen, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Darüber hinaus gibt es noch etwas Zweites, was ich mir wünsche, was aber in Rostock schon weitgehend geschieht, ist, dass irgendwelche rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen Umtriebe oder Aktivitäten, auch von den entsprechenden Parteien oder Organisationen, hier nicht ohne Antwort und Reaktion der Bevölkerung bleiben, sondern dass da Menschen sich aufstellen und sagen, mit rechtsstaatlichen und friedlichen Mitteln, deren es Genüge gibt, sie hinstellen und sagen, wir sind anders und wir sind die Mehrheit und wir wollen euch hier nicht. Das geschieht in Rostock, weil auch glaube ich, dass vor 20 Jahren hier in Rostock passiert ist, in Lichtenhagen. Ich bin ja nicht nur für Rostock zuständig, sondern für immerhin die Hälfte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß auch, wie es in anderen Teilen des Landes aussieht. Und da ist das nicht so.
Da geschehen Dinge, ohne dass Leute auf die Straße gehen. Und da wünsche ich mir, dass das so ist, wie es in Rostock eigentlich schon lange läuft.